Herzlich willkommen zu einem Video in der Reihe Lebenskunst und vor allem zur Stoa. Heute wird es gehen um Seneca, einfach nur ein paar grundsätzliche Ansätze, die er innerhalb der Stoa vertritt, und ein bisschen Biografie dazu. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, es gibt ein allgemeines Video auch zur Stoa, um die Phasen verschieden einordnen zu können. Aber Seneca auf jeden Fall zählt zur späten Stoa. Die späte Stoa ist jene Stoa, die bezeichnet wird in der römischen Kaiserzeit, also von Augustus bis Mitte des 3. Jahrhundert nach Christus. Dazu zählen eben Seneca, Musonius, sehr bekannt, Epiktet und Marc Aurel. Auch zum Epiktet und Marc Aurel wird es jeweils noch ein Video geben. Dazu ist zu sagen, dass die späte Stoa sehr auf die erste Stoa zurückgreift, also auf die älteste Stoa, und auch generell weniger kreativ ist. Sie hat mehr das Interesse, die stoische Lebensform und den Lebensstil zu verbreiten. Das heißt, es ist auch tatsächlich so, wenn man es liest sich oft wie Ratgeberliteratur. Es ist auch so geschrieben, dass es möglichst jeder und jede verstehen soll. Bei Marc Aurel, wenn wir dann dazu kommen, werden wir sehen, sind es ja noch dazu sehr, sehr private Aufzeichnungen. Die Schriften sind gerade von ihnen relativ gut erhalten, also von der späten Stoa, von der alten und der mittleren sehr schlecht oder vollständig verloren. Hier gibt es eben hauptsächlich die Sekundärquellen, Diogenes Laertius zum Beispiel von Cicero, der eben auch zur späten Stoa gezählt wird oder zumindest einer, der sie reflektiert, Plutarch und auch von Sextus Empiricus, zu dem es ja auch ein Video gibt als einer der bekanntesten Skeptiker. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich so, dass gerade bei der späten Stoa jetzt nicht nur zeitlich, sondern diese Schriften auch deshalb besser erhalten sind, weil es sich gerade bei Seneca und Marc Aurel auch um politisch aktive Personen handelte und sie damit ohnehin schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten. Also insofern sind auch deshalb die Schriften ganz sicher besser erhalten. Außerdem wird die späte Stoa teilweise ja parallel gelesen, auch mit dem frühen Christentum und wird auch später im Christentum auf jeden Fall stark rezipiert. Also es gibt hier einige Überschneidungen, keinesfalls in der Art und Weise, wie sie Zeit verstehen, dazu können wir noch kommen, aber einige Aspekte sind doch parallel zu lesen. Wie gesagt, es handelt sich um so eine Lebenshilfeliteratur, kann man sagen. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum heute die Stoa wieder so attraktiv zu sein scheint. Ganz allgemein noch einmal zusammengefasst, es gibt wie gesagt auch einen Beitrag zur Stoa und zur Geschichte der Stoa und die allgemeinen Ansatzpunkte, aber hier nochmal zusammengefasst, wir finden in der Stoa einen naturrechtlichen Universalismus, das heißt, es gibt eine strenge kosmische Ordnung und diese Ordnung ist durch den Logos, also ein vernünftiges Prinzip, geregelt und deshalb kann diese kosmische Ordnung auch durch die Vernunft erkannt werden und sollte eben auch erkannt werden. Das ist ein wichtiger Auftrag der Stoa. Durch diesen Universalismus gilt auch all das, was sie sagen, unabhängig von Geschlecht und sozialer Herkunft. Das setze ich ein bisschen in Klammer, denn gerade Seneca hat sich sehr abschätzig über Frauen geäußert. Also es gibt zwar widersprüchliche Aussagen, aber nun mal auch Aussagen, die Frau aufgrund ihrer Unfähigkeit zur Vernunft auch gleichsetzt mit dem Tier. Und damit wäre sie natürlich überhaupt nicht dazu in der Lage, eine stoische Weise zu werden. Er hatte aber sehr wohl dann auch sehr engen Kontakt, auch geistigen Austausch mit Frauen. Aber solche Aspekte kommen vor, auch Kinder sollen, vor allem wenn sie geistig zu wenig in der Lage sind oder behindert sind, getötet werden. Man findet ja diesen Aspekt in der Antike regelmäßig, also auch bei Platon, der schon in seinem Staatsakt, dass Kinder vor die Tür, also außerhalb der Polis, zum Sterben ausgesetzt werden sollen, wenn sie behindert sind. Also man muss es natürlich auch im historischen Kontext jeweils lesen. Aber ansonsten gibt es einen gewissen
Gleichheitsanspruch auf jeden Fall in der Stoa. Sie bezeichnen sich ja auch, oder die Idee, die dahinter steckt, ist tatsächlich eine kosmopolitische und ist ja auch eine, die vor allem auch Sklaven als gleichberechtigt sieht in der Möglichkeit, über die Vernunft eben zur Erkenntnis zu gelangen und zu einer stoischen Lebensform. Personifiziert dann natürlich durch Epiktet, zu dem wir kommen werden. Also, was ist das Ziel? Durch die Vernunft können und sollen und müssen die Leidenschaften beherrscht werden und dadurch kommt es dann zur Seelenruhe, zur sogenannten Ataraxia. Das Ziel dabei, also es ist ja eine eudaimonistische Ethik, ist die Glückseligkeit und das bedeutet in der Schlussfolgerung auch, dass die Glückseligkeit gleichzusetzen ist mit der Seelenruhe, nicht? Also wer eine Ruhe in sich trägt, der wird glücklich sein. Erreicht werden kann eben diese Glückseligkeit oder die Ataraxia, die Seelenruhe, nur durch die Unabhängigkeit von sinnlichen Genüssen, von äußeren Gütern, von der herrschenden Meinung und von zufälligen Umständen. Im Zentrum der Frage, wie, also der Ethik, wie man sich zu verhalten habe, steht auf jeden Fall das tugendhafte Verhalten und die Tugend, sowieso eine wichtige Kategorie in der Antike. Aber hier jetzt auch bei der Stoa und vor allem bei Seneca als ein pflichtgemäßes Handeln und Denken, aber aus Überzeugung. Das heißt, was nicht ausreicht, ist pflichtgemäß zu handeln, nur aufgrund eines Befehls. Es geht schon darum, auch innerlich erkannt zu haben, warum dieses Handeln und dieses Denken gut ist. Und das gelingt eben, wie gesagt, nur, wenn man auch die natürlichen Gesetze und Prinzipien innerhalb dieser kosmischen Ordnung über die Vernunft entdeckt hat und erkannt hat. Und dann, wenn das zusammenwirkt mit dem Handeln, dann ist man tugendhaft, hat einen tugendhaften Charakter. Kommen wir genauer zu Seneca. Das Geburtsdatum ist auch etwas umstritten, auch vor allem in der jüngsten Forschung, auf jeden Fall ungefähr 4 vor Christus bis 65 nach Christus, geboren im spanischen Cordoba. Er zog dann mit seinem Vater nach Rom, studierte dort auch die Philosophie und vor allem die Stoa. Er war immer schon von schwächlicher Gesundheit, vor allem hatte er Atemschwierigkeiten und Probleme und hat wohl dadurch auch relativ früh ähnliche Todeserfahrungen gemacht. Es wurde dann von Claudius ein Vorwurf gemacht des Ehebruchs. Das Ganze war ganz sicher fingiert und entspricht nicht der Wahrheit, aber er wurde verbannt nach Korsika. Und von dort wurde er nach 8 Jahren von Agrippina, der Mutter Neros, wieder zurückgeholt als Prinzenerzieher. Nun beginnt für Seneca eine ganz wichtige Zeit. Er unterrichtet eben Nero in Rhetorik und schreibt auch seine Reden. Und das ist tatsächlich die Zeit des Zenits seiner Macht. Als kaiserlicher Rat führt er tatsächlich die Regierungsgeschäfte, also wird ein unglaublich einflussreicher Politiker. Und in dieser Zeit häuft er auch einen großen Reichtum an. Er ist generell sehr gut situiert. Manche haben ihm das tatsächlich damals schon Zeitgenossen zum Vorwurf gemacht, wie eben seine stoische Lehre zu vereinbaren wäre mit seiner Art des Lebensstils. Es gibt da tatsächlich Ambivalenzen, auch was seine Politik betrifft. Also es ist ein nicht einwandfrei erklärbar, manche Entscheidungen, die er getroffen hat. Das kann man als wichtig empfinden, wenn jemand eine Lebenspraxis auch lehrt, ob er dem selbst entspricht, aber muss man natürlich nicht. Man kann die Lehre auch getrennt davon betrachten. Am Beginn der 60er Jahre, dann zieht er sich ins Privatleben zurück und es gelingt ihm nicht ganz, denn 65 nach Christus kommt es zu einer Verschwörung gegen Nero und Seneca wird hier genannt als ein Mitwisser. Allerdings kann man vielleicht sagen, Seneca hat tatsächlich mit seiner Kritik auch an Nero, die er durchaus geübt hat, den Boden bereitet, vielleicht die Atmosphäre hergestellt für eine solche Verschwörung. Er war aber definitiv nicht daran beteiligt. Das heißt, auch das war im Grunde eine falsche Anschuldigung.
Trotzdem wird von Nero ihm der Befehl gegeben, also das alles wird aufgedeckt, viele werden verfolgt und Nero gibt auch Seneca den Befehl, sich selbst zu töten. Seneca kommt dem nach, er hat ja, wie gesagt, wer die Stoa kennt, da ist es ja ein wichtiger Aspekt, auch dass man sich mit dem eigenen Tod oder dem Sterben auseinandersetzt, davor natürlich keine Angst hat, wie man ja von nichts Angst haben soll. Und er schreibt auch einmal, vor dem Eintritt ins Greisenalter war es mein Bestreben, in Ehren zu leben, nun, da es da ist, in Ehren zu sterben. Also auch im Sterben sollte man noch seinen tugendhaften Charakter beweisen können. Und es wird viel darüber diskutiert, ob er sozusagen sehr stoisch gestorben ist. Ich sage dann gleich, es gibt auch andere Meinungen dazu. Jedenfalls die Phase oder der Versuch und die Umsetzung gestaltet sich etwas schwierig. Er braucht 3 Anläufe. Zunächst schneidet er sich die Pulsadern an den Armen auf und an den Beinen, also öffnet Venen. Das funktioniert nicht ganz. Darum trinkt er auch noch den Schierlingsbecher, den man von Sokrates kennt, mit dem Gift. Und dann erstickt er in einem Dampfbad. Seine Frau hat wohl in derselben Zeit, also durfte nicht anwesend sein, hat aber in anderen Räumlichkeiten versucht, sich selbst das Leben zu nehmen, ist ihr aber nicht gelungen, da sie von Nero unterbrochen und verarztet wurde. Sie hat Seneca noch um einige Jahre überlebt. Wie gesagt, für manche starb er einen heldenhaften, stoischen Tod, könnte man sagen. Andere, wie zum Beispiel Wilamowitz Möllendorf, hat es so formuliert: auf dem Totenbett posiert er, wie er es in seinen Schriften immer getan hat. Also sozusagen nochmal ein letzter Akt der Inszenierung, der angeblich eben ansonsten zu seiner Lebensweise eher weniger stimmig war oder gepasst hätte. Man muss Seneca natürlich auch und die Philosophie der Stoa, der Späten, auch im Kontext immer lesen und in der Zeit, in der sie entstanden ist. Es ist eine Zeit, in der die altrömischen Tugenden immer wirkungsloser werden. Es gibt auch viele Passagen bei Seneca, wo er der Zeit vorwirft, dass es zu einem Sittenverfall kommt. Er spricht selbst von so etwas wie Genusssucht, die um sich greift, von leeren Beschäftigungen, von einer inneren Unzufriedenheit. Ein Historiker hat es mal als Treibhauskultur bezeichnet, also es ist einiges im Umbruch. Auf jeden Fall gehen Halt und Orientierung verloren und das ist es eben, was die Stoa und natürlich auch die anderen philosophischen Schulen in dieser Zeit zur Verfügung stellen sollen. Darum entsteht so etwas. Schauen wir uns Senecas Position an, nur ganz kurz. Der Anspruch ist, dass man stets an sich arbeiten soll und sich perfektionieren und vervollkommnen im Charakter eben und in der Tugendhaftigkeit. Seneca hat wohl tatsächlich auch selbst abends immer eine Gewissensprüfung gemacht und auch geschrieben, sich selbst gefragt, oh, nach welchem Ideal er lebt, ob das die richtigen Ideale sind, ob es überhaupt der kosmischen Ordnung entspricht. Und das Idealbild, das dabei entsteht, ist natürlich der stoische Weise. Es gibt ein anderes Video, wie gesagt, zu den Grundlagen der Stoa. Hier wird noch näher darauf eingegangen. In der alten Stoa war man sich sehr dessen bewusst, dass es dieses Ideal, das wirklich stoische Ideal, das hin bis zur Apathie, zur Leidenschaftslosigkeit geht, nicht erreicht werden kann im absoluten Sinne. Seneca ist etwas praktischer ausgerichtet und orientiert und die ganze späte Stoa, die geben mehr und mehr Anleitungen und Anweisungen, wie es sich ein stoisches Leben leben lässt und sehen doch die Möglichkeit dieser Annäherung stärker gegeben. Die Grundlage ist, wie gesagt, die rechte Gesinnung, denn es geht eben darum, welche Haltung hinter den Handlungen und hinter dem Denken steht und nicht nur die Handlung selbst. Das Ziel ist, wie gesagt, gemäß der Natur und im Einklang mit dem Logos zu leben. Dazu ist nochmal zu sagen und dann empfehle ich nochmal das Einführungsvideo zur Stoa. Ganz wichtig, das ist ein determiniertes Weltbild, das heißt, die Welt wiederholt sich sogar im immer selben und exakt selben Sinne.
Es ist alles vorgegeben und Schicksal. Es gibt keinen Zufall in der Stoa. Dennoch, und das ist oft widersprüchlich und ambivalent und man kann es bis heute auch nicht schlussendlich klären, denken Sie die Möglichkeit mit, sich anders zu verhalten oder zumindest eine andere Haltung zu den Dingen zu gewinnen. Also es gibt durch die Vernunftsfähigkeit des Menschen einen Spielraum, den er hat, sich zu den Dingen zu positionieren. Sonst würde ja auch das ganze Lehren im Grunde gar keinen Sinn machen. Aber ob das schlüssig ist im Endeffekt und gut argumentiert, das ist bis heute auch in der Forschung eine Streitfrage. Ein Zitat: Und damit zugleich die Geschehnisse auf der Erde als gelenkt und wunderbar sinnvoll zu begreifen, noch einmal als Bekräftigung, dass alles auf Erden gelenkt ist und eben aufgrund der kosmischen Ordnung schon seinen Sinn hat, egal was geschieht. Nun gibt es drei Verhaltensmöglichkeiten, die eben bei Seneca auch beschrieben werden. Das ist eben das pflichtgemäße Handeln, natürlich schon mal etwas, das auf jeden Fall wünschenswert und erstrebenswert ist. Das heißt, Bürgerinnen sollen sich engagieren, auch sozial. Es gibt Pflichten, denen gefolgt werden sollte, gegenüber der Familie, dem Vaterland, den Vereinbarungen und den Freundschaften. Wie gesagt, das ist alles ein Gebot der Vernunft. Es gibt das ungerechte Verhalten oder Handeln und das ist alles, was getan wird, rein aus Emotion und aus Affekten. Das ist einfach wieder die kosmische Ordnung, weil es wieder die Vernunft ist. Das ist nicht vernunftsgemäß. Damit soll das stets vermieden werden. Das sind alles Ideale natürlich. Es war Ihnen schon bewusst, dass das nicht täglich praktizierbar ist. Und dann gibt es das gleichgültige Verhalten, das auch ganz wichtig ist in der Stoa, nämlich, das ist weder Tugend noch lasterhaft und das bezieht sich auf Dinge, die wir nicht verändern können. Da geht es um die Akzeptanz des Schicksals, also auf Dinge, die den Weisen nicht zu kümmern haben. Das ist zum Beispiel Gesundheit, Krankheit, Schönheit, Hässlichkeit, Reichtum und Armut. Da würden wir wahrscheinlich heute viel diskutieren, ob wir Gesundheit und Krankheit nicht auch als etwas betrachten, das wir mit Vernunft angehen sollten und ob nicht die Erkenntnis sehr stark zusammenwirkt, auch mit der Gesundheit, kann man viel darüber diskutieren. Immer wieder wird man gefragt oder stellt sich vielleicht selbst die Frage, warum werden denn die ganzen Stoiker mit solchen Stirnrunzeln abgebildet und gezeigt, auch auf den Statuen? Das hat tatsächlich seinen Sinn, wenn man sich all diese Typen ansieht. Sie wurden absichtlich so abgebildet, denn diese Büsten sollten darstellen, dass es sich hier um eine intellektuelle Anstrengung handelt, eben gerade weil das Denken, die Vernunft, die Reflexion, die Selbstbetrachtung so wichtig ist in der Stoa. Das heißt, es geht hier um eine intensive Tätigkeit des Denkens und auch natürlich diesen großen moralischen Eifer, diesen großen Anspruch, der auch an das Selbst gestellt wird, der übrigens, wie es manche auch sehen, einen enormen Druck ausüben kann. Nehmen wir noch ein Zitat von Seneca. Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches, glaube ich, ist mir fremd. Das ist ganz wichtig, weil es eben hier darum geht, dass er die Menschen sozusagen alle zusammenfasst. Hier ist ein starker Gleichheitsanspruch eben und sogar ein kosmopolitischer drinnen. Von dieser Gleichheit eben geht er aus, wie gesagt, wenn sie vernunftsfähige Wesen sind. Jene, die nicht so vernunftfähig sind, die sind auch vom Menschsein ausgeschlossen. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Das höchste Gut ist eine unüberwindliche Kraft der Seele, voll Erfahrung, besonnen im Handeln, reich an Menschenliebe und an Fürsorge für die, mit denen man lebt. Hier steckt relativ viel schon an Grundsätzen drinnen der Stoa. Die unüberwindliche Kraft der Seele, mit der Seele, die steht ganz stark in Verbindung mit dem Kosmos, mit der harmonischen Ordnung und mit der Vernunft. Aber natürlich durch die Erfahrung wird das Ganze praktiziert. Das heißt, es muss auch immer geübt werden. Es wird ja auch immer perfektioniert. Und erst dann kann man also im Handeln besonnen werden, wenn man das alles wirken lässt und zur Entfaltung kommen lässt. Und der restliche Teil eben, hier versteckt sich dann noch die Menschenliebe generell und eben dieses Zugewandte zum anderen hin, darum
hier auch der starke Zusammenhang mit der Nächstenliebe im Christentum, hier eben auch genannt als Fürsorge. Nun, es gibt viele, die Kritik geübt haben. Einer zum Beispiel war Hegel, der über Seneca hart geurteilt hat. Er schreibt: In Seneca selbst ist mehr Braut und Bombast moralischer Reflexion als wahrhafte Gediegenheit. Einesteils sein Reichtum, seine Pracht der Lebensart ist ihm entgegengesetzt worden. Andernteils kann man ihm seinen Zögling, den Nero, entgegensetzen. Dieser hält eine von Seneca gemachte Rede. Also sehr viel tatsächlich von Nero kam ja von Seneca. Man wird angeregt, aber oft nicht befriedigt. Man kann dies sophistisch nennen. Scharfsinn und redliche Meinung muss man anerkennen. Das Letzte der Überzeugung bleibt aber mangelhaft. Also generell, eben wie gesagt, wird immer noch viel darüber diskutiert, wie überzeugend das stoische Weltbild ist und damit dann ja eben auch die Erklärung für die Lebenshaltung und für die Ethik. Denn das hängt ganz eng zusammen. Es lässt sich im Grunde nicht die Ethik und die Lebensform trennen vom Welt- und Menschenbild, das sie hatten. Ich hoffe, es hat euch ein paar Informationen gebracht über die Stoa, hier jetzt vor allem, wie gesagt, über Seneca. Es gibt noch einige weitere Videos, um die Stoa noch etwas besser eingrenzen oder abbilden zu können. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören.